Ein Ball, ein Netz, zwei Schläger. Am 29. November 1972 erscheint mit Pong das erste kommerziell erfolgreiche Videospiel als Spielautomat. Der steht in Bars oder Spielhallen und schluckt 25 Cent pro Partie. Das simple Spielprinzip hat Atari von Ralph Baers Tischtennis auf dem Magnavox Odyssey kopiert, der ersten Videospielkonsole für den Heimgebrauch. Doch die Menschen wollen lieber Pong spielen. Komplex und abwechslungsreich werden die Ballwechsel erst, nachdem Entwickler Alan Alcorn 7 verschiedene Abprallwinkel von den Schlägern integriert. Schon wenig später klingeln bei Atari die Kassen und die Welt begreift, Videospiele sind ein gigantisches Business. Neben diesem finanziell geprägten Erbe steht Pong aber auch für einen anderen elementaren Bestandteil der Videospielkultur, der Evolution und Abwandlung eines Spielprinzips. Pong wird in den ersten 10 Jahren mit Pong Doubles oder Quadra-Pong komplexer. Später mutiert Pong in Rebound zum Volleyballspiel oder in Super Pong zur Fußballpartie. Im April 1976 gelingt es Steve Wozniak mit Hilfe von Steve Jobs, das Spielprinzip mit Breakout auch für Solospieler faszinierend zu machen. Im Solo-Pong geht es darum, alle Blöcke durch gezieltes Abprallen zu zerstören. 1980 greifen Spielerinnen und Spieler bei Warlords erneut zu den analogen Paddle-Controllern, um ihr Schloss zu verteidigen. Doch nicht nur Atari selbst spielt mit dem zugrunde liegenden Konzept. Hunderte Klone, aber auch Weiterentwicklungen beleben seither den Videospielmarkt. Zu den wohl bekanntesten und besten zählen zum Beispiel Taito's Arkanoid, Windjammers auf dem Neo Geo oder Shatter, bei denen Upgrades, Punkte und Spezialfähigkeiten aus den einst einfachen Schlägern komplexe Helden machen.